Gude, hallo und herzlich willkommen zurück zum Hexer. Zum Hexer 3. Und das wollten wir machen. Genau, wir wollten zum Fragezeichen. Das ist auch gar nicht so weit weg. Laufen wir mal zu Fuß. Ah, ein schöner Wald hier. Spinne. Nein, 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 nein. Die Viecher. Die muss ich wirklich nicht haben. Oh, ein Monsterlager. Vielleicht Tausendfüßler zur Abwechslung. Oh, hier ist auch irgendwie eine Höhle. Ist sie das Monsterlager? Die ist irgendwie das Monsterlager, ne? Wie viele das sind und da noch dieses Muttertier. Ich sehe schon, das Schwert wird jetzt auch nicht mehr lange mitmachen. Ne? Aber so schnell ein Getier ist es immer ganz schön, wenn man Erden nutzen kann. Das ging schon mal ganz gut. Alles in allem. Boah, was für ein Riesentrümmer. Wahnsinn. Mutter gehen, sehr, sehr schön. Und ich gehe wahrscheinlich recht in der Annahme, dass hier unten noch ein paar mehr davon sind. Ach, wisst ihr was? Da ist es auch eher eng, da gehen wir vielleicht mal auf Quellen. Mit dem Schwertziehen funktioniert auch nur teil, also mit diesem automatischen Schwertziehen. Hat mich bis dato noch nicht so überzeugt, muss ich sagen. Das Teil hat man, ne? Genau. Der Tat. Bastardos. So, hier gibt es sonst nichts. Das sieht zwar etwas interessant aus, aber auch nur bedingt nützlich. Weiter geht's. Hat den also auch erledigt. Hier ist noch Erz. Das ist ja eine ganze Horde von den Tieren. Und hier dürfen wir wahrscheinlich auch ein bisschen was verbrennen. Er wird schon ein bisschen zerhackt, ne? So. Ja, ich nehme mal an, wir brauchen jetzt Igni und müssen hier ein bisschen verbrennen. Ich muss es zerstören, dass sie ein für alle Mal verschwinden sollen. Geht aber irgendwie auch nicht so richtig anscheinend. Brauche ich eine Bombe? Ich kann aber keine setzen. Ah doch, jetzt. Ah, sehr schön. Gut, der Rest scheint irgendwie egal zu sein anscheinend. Sind hauptsächlich Verkehrshindernisse. Da haben wir noch was. Eid in Schriftform. Da hat jemand Pech gehabt, wie es ausschaut mit seinem Eid.
Ich, Rubin Rodier, im Wappen die Lerche, schwöre hiermit feierlich, die Bestien in der Höhle des Maracassent-Waldes mit eigener Hand zu erschlagen. Dies werde ich vollbringen oder beim Versuch sterben. Bei meiner Ehre, ich werde nicht vom Schlachtfeld fliehen und mich keiner Trickserei bedienen, sondern tapfer mit offenem Visier kämpfen. Ich bekräftige meinen Schwur mit diesem Dokument in Gegenwart von 7 Zeugen. Rubin Rodier vom Lerchenwappen. Tja. Sieht aus, als wäre die Variante tot das Ergebnis gewesen. Ist das das, wo wir... Ne, das ist nicht das, wo wir reingekommen sind, ne? Nicht die Rübe stoßen. Wir können auch das Schwert wegpacken, dann geht's vielleicht ein bisschen einfach. Was hat er gerade gemacht? Was? Komm, lass mich hoch. Da ist doch Taubenschiss. Das heißt, ich muss hier hochklettern können. Ja, ja, ja. Also alles, wo man klettern kann, ist immer so komisch weiß markiert. Sieht aus wie Taubendreck, deshalb. Ich dachte, wir fallen da jetzt runter. Nö, das ist irgendwie ein anderer Zugang. Das wäre quasi die Abkürzung gewesen. Jetzt sind wir ja fast bei diesem Fragezeichen, ne? Wir können ja hier so, so und dann runter. Hm? Was haltet ihr davon? Da oben, da muss die Hanse sein, da bin ich mir auch sicher. Oh, ich laufe in die falsche Richtung. Sans retour. Marsch. Oh, ein Weingut anscheinend. Monsterbefall auf Weingütern. Heute mal Kikimora. Schon? Scheint so. Blut, Blut, Blut. Wunderschöne, wertvolle Asche. Unter Asche kommt nichts mehr. Also man kann alles so lange zerstören in kleinere Teile, bis irgendwann Asche dabei rauskommt. Also wenn ihr Asche findet, dann habt ihr gewonnen. Kleiner kann es nicht mehr werden. So, das wollte ich nicht, sondern... Ja, wollen wir da mal hoch? Ich weiß nicht. Später, oder? Ich meine, das sieht schon sehr beeindruckend aus. Das muss einfach noch irgendwann eine Rolle spielen, aber ich glaube, wenn ich da jetzt auch noch anfange rumzulaufen, dann wären wir hier nicht mehr froh. Dann würde ich doch eher sagen, wir widmen uns dem nächsten Fragezeichen. Unsere Ritter sind auf der Suche nach dem Hexer bis nach Velen geritten. Wo willst du hin? Da herrscht solcher Hunger, dass sie Brot aus Eicheln backen. Und von Wein haben sie noch nie gehört. Ach, das ist doch Hanebüchen. Ja, das ist wohl wirklich so. Also in Velen... Hallo. Ist klein, aber wer würde seine Beine nicht kennen? In Velen sieht es echt übel aus. Da herrscht eine etwas andere Atmosphäre. Da hungern sich die Leute wirklich zu Tode. Ja, guck mal da hinten die Stadt. Das entspricht schon der Wahrheit. Kriegsverwüstet ist diese Gegend. Oh, da haben wir noch irgendwie eine Burg oder sowas. Hey, du da! Mit den Schwertern auf dem Rücken! Hilf uns! Zieh nur! Hexer oder nicht? Den Arsch muss man sich einfach aufreißen. Du siehst wie ein Ritter aus. Da drüben, da sind Monster aufgetaucht. Aufgetaucht sind die da? Einfach so? Ja, das können wir natürlich so nicht stehen lassen, ne? Was haben wir denn? Kikimora. Alles machbar für den Hexer. Das ist so das Tagesgeschäft, wenn man so möchte. Kikimora-Brutgebiet. Ich muss es zerstören, wenn sie ein für alle Mal verschwinden sollen. Dann machen wir doch genau das. Ist doch ganz wirklich nett, dass du hier jetzt zwar nach wie vor diese Nebenquest-Dinger hast, also die Fragezeichen quasi, dass das aber halt einfach in eine Geschichte eingehakt ist. Ne? Aber da ist jetzt hier wirklich jemand, der dann sagt, okay, wir fangen da wieder an und schaffen. Können wir mal mit ihm reden? Hallo.
Ohne Lohn. Ich hab dir gerade geholfen. Willst du vielleicht was irgendwie. Warum so eilig? Ja, okay, dann halt nicht. Aber die gehen jetzt halt wieder hier an die Arbeit, weil die Monster weg sind und ja, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Hat man, finde ich, recht schön gelöst. Das sieht auch sehr interessant aus. Schwierig, schwierig, schwierig. Platzerino. Aufseher ist auch ein harter Job, wenn du die ganze Zeit lang hier mit deinem Pferd durch die Gegend reitest und diesem Fußvolk dabei zusehen musst, wie es arbeitet. Das ist richtig schwer. Das kann auch nicht jeder. Das ist ein kleines Wäldchen. Und wenn das keine Hanseburg ist, dann weiß ich es auch nicht. Muss einfach... Oh, Ritter halt. In Not? Das ist neu. Oder? Das ist neu. Fahrender Ritter. Da haben wir es auf jeden Fall mal mit Menschen zu tun. Das heißt, wir brauchen das Gift der Erhängten. Oh. Öl der Erhängten. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, wir sind gut. Das ist schlecht. Au. Das hat sicherlich wehgetan. Ah, der Herr Ritter, der hält noch ein bisschen durch, oder? Ich glaube, der hat sogar einen erledigt. Hallo, Herr Ritter. Das vergesse ich dir nicht. Hey, Verrückter! Bald gibt es Hexer und Ritter nur noch im Märchen. Grüß dich, lebende Legende. Also er hat auf jeden Fall einen schnellen Meinungswechsel. Ja, mal bist du der Verrückte, dann wieder die lebende Legende. Das geht hier Schlag auf Schlag. Das hätte man sprengen können, dann wäre es eventuell ein bisschen einfacher geworden. Vielleicht wäre aber auch einfach der Ritter gestorben. RNG. Ist hier sonst noch was Schönes? Da haben wir noch eine Tour. Bouclair irgendwas. Hier sind auch noch ein paar Sachen, die aussehen, als wären sie lootbar. Jawohl. Karnickelfell, klasse. Ja, da können wir vielleicht mal abchecken, was hier so im Keller abgeht. Ein halb vergrabenes Skelett, aber den Ring kann man ihm noch vom Finger reißen. Naja, okay, hier geht's anscheinend nicht weiter. Da ist noch eine Leiche, sehe ich gerade. Ah, Philberts Anweisungen. In der Nähe von Montgrand treiben sich einige Idioten um. Sie schimpfen sich zwar fahrende Ritter, aber meiner Meinung nach sind sie nur fuseltrinkende Halunken. Keine Ahnung, was sie hier wollen, denn es gibt keine Windmühle, die sie bekämpfen können, aber diese hohlen Wadenbeißer kommen immer auf die abenteuerlichsten Ideen. Egal was sie auch wollen, wir müssen sie aufhalten. Die beste Art, sich um einen fahrenden Ritter zu kümmern, ist ihm den Kopf einzuschlagen. Jeder, der mit einem solchen Kopf bringt, kann sich über einen prall gefüllten Beutel mit Münzen freuen. Ihr wisst, dass Philibert Vierfinger keine leeren Versprechungen macht. Ich kann hart, aber auch großzügig sein. Ja, da haben wir quasi wieder Banditen-Außenlager, wenn man so will. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht, deshalb habe ich das gerade mal einfach so benutzt. Ja, dann hat der Herr Ritter hier überlebt, Hanse. Ja. Ist ein andermal. Das kriegen wir heute nicht untergebracht. So, ja, ja. Sieht schon so hansig aus, ne? Da hinten waren wir auch schon mal in der Nähe von diesen wunderschönen Felsen. Ich gucke noch gerade, ob ich richtig bin. Genau, hier laufen wir jetzt mal runter. Mal schauen, ob hier noch irgendwie irgendwas Interessantes ist. Ich meine, solche Ruinen, das ist ja halt immer... Da könnte ja was sein. Zum Beispiel Nostrix. Nee, das sieht hier nicht so spannend aus, tatsächlich.
mehr so die Verschönerung der Umgegend. Da kommt irgendwas von hinten, irgendwas. Irgendwas Geiferndes, was Böses. Was ist das denn? Das war ein V, oder? Ach, Todesfee! Ich dachte, das ist ein V. Wie war das? Wir greifen keine Menschen an. What the fuck? Mm. Das ist okay. Mm. Wahrscheinlich müssen wir die einfach nur umbringen. Das könnte der erste Tod im Kampf werden. Naja, ist es der erste Tod gewesen? Ich weiß es gar nicht. Sind wir schon mal im Kampf gestorben? Ich weiß es nicht. Schlecht. Ach, jetzt komm her, stell dich! Du! Dachte jetzt mal, ist nämlich das Skelettgefäß auch weg. Puh, das war eng. Da hat's aber einen Schlag gehauen, noch immer war die HP weg. Wow. Hard Retreat. War sowas von. Nun gut. Haben wir das auch hinter uns gebracht? Ja, da müssen wir jetzt eigentlich links abbiegen. Wie weit ist das weg? Dann können wir zu Fuß laufen. Das geht. Kriegen wir hin. Schlagen wir uns mal ein bisschen quer durch die Wälder. Ist auch ganz nett. Sieht man mal was anderes. Oh. Nein, nein, nein. Auf einmal Abhang. Todesangst. Panik. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Vielleicht hier, indem ich mich irgendwie so am Rand lang bagge. Was zur Hölle ist hier passiert? Gezücht. Meine Herren. Irgendwie eine ausgeweitete Kuh. Ich muss mich umhören. Die Leute hier wissen vielleicht mehr. Welche Leute? Gut, schauen wir mal, ob es hier irgendwie noch was gibt, was uns interessieren könnte. Cool wäre halt, wenn man irgendwie so die Leute vom Weingut her schicken könnte, die dann einfach mal hier alles abbauen und mitnehmen. Also so richtig looten mal. Der Lüte-Lux-Mod quasi. So, hier scheint es keine Aufträge zu geben. Politischer Philosoph benötigt Beistand. Ich suche einen Ort, wo ich meine Reden mit dem Titel Das Biest als Metapher für die Monarchie zum Besten geben kann. Rufus Farrein. Ja, wird schwierig. Rittermarsch auf Casteldaccia. Es ist ein offenes Geheimnis, dass im Casteldaccia Anwesen schreckliche Dinge geschehen, seitdem Philbert Vierfinger dort die Familie ermordete, die das Anwesen bewirtschaftete. Die Leute sagen, das Haus wäre das neue Heim des berüchtigten Hundefängers. Es wird Zeit, diese Behauptung auf den Grund zu gehen. Ich suche die tapferen Seelen, die sich dem geplanten Marsch auf Casteldaccia anschließen wollen. Henkel der Bärtige, fahrender Ritter. Bekanntmachung. Wir kaufen seltsam aussehende Steine. Erfahrt mehr über ihre Besitzer. Aha. Naturphilosophische Fakultät der Kaiserlichen Akademie. An alle Verkrüppelten. Die Geschichte von fahrenden Ritter sind nicht immer von Ruhm bestimmt, denn oft genug verlieren diese tapferen Recken auch Körperteile. Für alle verkrüppelten Ritter gibt es jetzt Fingerprothesen aus Holz.
Nach einem Besuch bei mir in der Werkstatt kann jeder wieder 5 Bier in der Taverne bestellen. Kobold der Holzfinger. Warnung an alle Pflücker. Wisst ihr noch, wie wir alle immer in den Blaisoir-Wald gegangen sind, um Pilze und Beeren zu sammeln? Vorbei sind die Zeiten, als man dort noch die Schönheit der unberührten Natur genießen könnte. Die Wölfe, die heute durch die Wälder streifen, sind groß wie Esel und wild, als wären sie tollwütig. Tag für Tag gibt es in unserer schönen Herzogtum wenige Orte, an denen man sich sicher fühlt. Wann wird unsere Herzogin sich dieser Sache annehmen? Geburtstagseinladung. Alle, die gerne mit mir anstoßen möchten, sind herzlich eingeladen, am 18. Tag des Monats in der Taverne zum Basilisk zu kommen. Am heutigen Tag bin ich 40 Jahre auf dieser Welt, aber bitte denkt daran, dass weder das Essen noch die Getränke auf mich gehen. Geschenke nehme ich aber gerne entgegen. Victor, ihr wisst schon wer. Oh, warte, den nehme ich noch mit. So. Nicht erkundeter Ort. Anscheinend macht es auch Sinn, die Dinger nochmal zu lesen. Hier kann man aber nicht... Doch, da kann man hoch. Da ist eine Leitertreppe. Der Wendekreis von Geralt, wenn man beschleunigt, ist ungefähr der von einem fahrenden Schlachtschiff. Da oben habe ich was gesehen. Was war das? Sind hier vielleicht doch noch Leute irgendwo versteckt? Von wegen Umhören und so? Ah. Arbeiter, Arbeiter. Na, raus damit. Ich habe gerade keine Zeit. Die Arbeit setzt mir schrecklich zu. Jo, das sehe ich. Ihr seid viel beschäftigt. Den Arsch muss man sich ja doch aufreißen. Sei gegrüßt. Ja, also die Leute hier, die sind nicht sehr ergiebige Informationsquellen. Aha. Schubidubidu. Ah, hier geht's noch weiter, wa? Sind da irgendwo Leute? Da hinten ist noch einer. Vielleicht kann der uns mehr erzählen. Hier, das könnte das ein Wegekreuz sein? Ja. Sehr schön. Das ist nämlich auch immer gut. Dann geht das alles ein bisschen besser, wenn man hier durch die Gegend reisen möchte. Ist das eine Hand, was da aus dem Fels ist? Sieht aus wie eine Hand. Ja, ja, doch, Hand. Ja, ja. Machen wir ein bisschen kaputt. Waffenschmied. Und sonst nirgends. Wer eine komplette Ausrüstung kauft, kriegt eine Flasche Fiorano dazu. Das ist ja großartig. Hallo, Herr Waffenschmied. Sieht mir nicht wie einer vom Steinbruch aus. Bedeutet das, wir kommen nicht ins Geschäft? Nein. Das bedeutet, du wirst hier kaum etwas finden, das du gebrauchen kannst. Ich habe nur Sachen für den Steinbruch. Hämmer, Nägel, Handcreme. Hämmer, Nägel und Handcreme. Du kannst dich natürlich trotzdem umschauen. Bist du immer so freundlich oder nur mit dem falschen Bein aufgestanden? Ich bin auf der rechten Seite aufgestanden, wie immer. Mein linkes Bein ist seit dem Unfall gelähmt. Ich habe hier mal gearbeitet, im Steinbruch, bis sich auf einmal ein Stein gelöst hat und auf meinen Fuß gefallen ist. Das zahlt doch die BG. Tut mir leid. Jetzt komme ich mir blöd vor. Ist schon gut. Unfälle passieren hier öfter, das gehört dazu. Hin und wieder bricht sich jemand was, verdreht sich den Knöchel oder das Genick. Na dann, schauen wir doch mal, was er so hat. Zeig mal, was du hast. Können wir auch unsere Sachen reparieren lassen. Glücklicherweise ist das von der Stufe des Handwerkers unabhängig. Ist auch preislich ganz okay. Und mal da wieder auf der sicheren Seite. Wenn ich das jetzt zerlegen möchte, was gibt es denn mehr dafür? Naja. Wir können auch mal den Spaß hier spaßeshalber. Den Spaß spaßeshalber. Drakonidenleder. Das will ich garantiert nicht zerlegen. Handel. Fistech, ja, für die schwere Arbeit. Also die wirklich interessanten Sachen hat er jetzt wirklich nicht mehr dabei. Aber das soll uns nicht daran hindern, ihm ein bisschen was zu verkaufen. Ganz schön ist auch, dass die jetzt hier mehr Geld haben, die Jungs. Das war immer so ein Problem im Grundspiel, weil da hast du bergeweise Loot mitgebracht und es hat einfach keiner Geld, um dir das abzukaufen.
Oh, das ist, denke ich, ein ganz vernünftiger Preis hier, oder? Na, hat er ein bisschen was. Das kann er doch verkaufen an seine schwer arbeitenden Handwerkskollegen hier. Und wir sind wieder ein bisschen reicher geworden. Was würdest du mir hierfür geben? Na, sehr übersichtlich. What? 235? Deal. Also den ganzen Scheiß hier. Das nervt eh nur. Was wir dann vielleicht auch mal machen können, ist Handwerk betreiben. Ich denke, er sollte die... Naja, der kann die nicht herstellen, ne? Der kann die großen nicht herstellen. Da brauchen wir einen besseren... Nicht einen besseren Menschen, aber einen besseren Schmied. Oh, Quenklöwe. Nice. Ach, das ist auch ganz schön teuer hier, oder? Das ist ja generell immer teuer. Ah, naja, gut, es geht. Was gibt's uns hierfür? Nicht viel. Na gut. Jo. Ich muss los. Bis dann. Wie immer ein Vergnügen. Warte mal. Da sehe ich ja auf einmal ein Ausrufezeichen. Mach Platz. Wo befindet sich das? Weiter unten offensichtlich. Vielleicht ist das der Mensch, mit dem wir reden können, der uns dann ein bisschen was über den Auftrag erzählt. Willkommen in Tucson. Kann ich etwas für dich tun? Infos könntest du mir geben. Na, irgendwie fertigen die ja Hände, ne? Ist der denn? Ah, da. Was zum dreimal verfluchten Kuckuck ist denn los, Männer? Welche Plage? Das ist nur eine unglückliche Verkettung von Umständen. Zurück an die Arbeit. Wenn wir den Kopf nicht pünktlich liefern, reißt der Investor mir die Eier ab. Sagst du das auch, Emils Witwe? Es war ein Unfall, dass er von einer Kuh erschlagen wurde? Was? Das ist eine ernste Sache, Herr. Da muss ein Fachmann ran. Ein Magier oder so. Was ist denn passiert? Seht mal, das ist doch der Hexer, der neuerdings hier ist. Vielleicht kann der was machen. Einen Exorzismus vielleicht. Wir sollten ihn fragen, was er nimmt. Ich habe den Aushang gelesen. Ihr habt ein Kuhproblem? Ihr fürchtet eine Plage? Ja, ja. Und was das für eine ist. Wir müssen die Götter richtig sauer gemacht haben. In Serikanien hat es Heuschrecken und Froschplagen gegeben. Bei uns hingegen haben sie gleich angefangen, mit Kühen zu werfen. Schluss jetzt. Kein Grund, Panik zu stiften. Komm, Meister Hexer, ich zeige dir, worum es geht. Ich glaube, das weiß ich schon. Ich dachte, das wäre ein Pferd gewesen, aber es war wohl eine Kuh, die da auf dem Kollegen gelandet ist. Ja, das ist wirklich eine dumme Sache, von einer Kuh erschlagen zu werden. Eine Schande. Emil war ein guter Arbeiter. Ich habe ihnen gleich gesagt, es gibt eine simple Erklärung. Aber nein, sie schreien und brüllen von Plage und Plagenzulage und Plagenzulage und so weiter. Die ruinieren mich, diese Taugenichtse. Ich soll rausfinden, warum eine Kuh vom Himmel gefallen ist? Wirklich? Das auch. Die Sache ist die. Es hat sich keiner getraut, den Kuhkadaver wegzuschaffen. Und jetzt treibt sich irgendein Abschaum im anderen Steinbruch rum. Schon erledigt. Wir wagen uns nicht hin. Das überrascht mich nicht. Die Kuh. Wo ist sie hergekommen? Und was für eine war es? Na, eine ganz normale Gescheckte. Nichts Ungewöhnliches dran. Sie verrottet da drüben und stinkt. Und Emil liegt direkt drunter. Nimmst du den Auftrag an und kümmerst dich um die Sache? Was genau macht ihr hier eigentlich? Wir arbeiten an einer Statue des Propheten Majoran. Bildhauerei. Nicht die ganze Statue. Unsere Aufgabe ist der Kopf.
Das Projekt lag jahrelang still, aber jetzt setzt ein frommer Investor es fort. Alle Steinbrüche der Gegend machen mit. Und wir wären im Zeitplan, wenn dieser Unfall nicht gewesen wäre. Bitte, Meister, nimmst du dich der Sache an? Ist es eventuell die Statue, wo auch unsere beiden streitenden Geister schon mal ein bisschen Geld investiert haben, vor allem die Dame? Könnte sein. Gibt's denn Zeugen? Wir brauchen sicherlich ein paar mehr Infos. Ich muss mehr über diesen Vorfall wissen. Hat jemand gesehen, was passiert ist? Nein, aber Geräusche gehört. Oster wollte nachsehen, wie Emil vorankommt. Da gab es mit einem Mal einen ohrenbetäubenden Rums und kurz darauf ist irgendwas in einen der Kräne gekracht. Das war bestimmt nicht die Kuh. Vermutlich nicht. Am Morgen wollten wir jedenfalls nachsehen, aber diese Scheusale haben uns ferngehalten. Seitdem steht hier alles still. Meister, bitte zaudere nicht länger. Nimmst du dich der Sache an? Alles eine Frage des Preises. Wir müssen über meine Belohnung reden, bevor ich mich entscheide. Ah, falschen will er. Was nimmst du denn? Mehr als du mir bieten willst? Du musst mit dem Preis runtergehen, sonst lohnt es sich für mich nicht. Naja, mal ehrlich, wir reden hier von Geschäftsaufgabe, ja? Du musst mit dem Preis runtergehen, sonst lohnt es sich für mich nicht. Scheint kein Argument zu sein. Du musst mit dem Preis runtergehen, sonst lohnt es sich für mich nicht. Das hast du schon erwähnt. Wir hätten vielleicht noch ein, zwei Zeilen mehr hier einbauen können. Gut, aber das ist alles. Keine Boni, keine Trinkgelder. Verstanden? Na dann. Gut, ich sehe mir die Sache an. Es könnte ein kaputtes Portal sein, aber das glaube ich nicht. Möge Majoran dich mit reichlich Nachwuchs segnen. Ich werde auf deine Rückkehr warten. Hexer können keine Kinder bekommen. Nach eine Folge der Kräuterprobe. Ja, Rinderwahn. Untersuche den Kuhkadaver. Haben wir schon gemacht. Aber anscheinend müssen wir es jetzt nochmal machen. Warte mal, hat er hier irgendwie interessante Sachen am Start? Anscheinend eher wenige. Ich würde gerne auf jeden Fall nochmal mein Schwert und meine Rüstung etwas instand setzen lassen. Also nicht instand setzen, sondern... Oh. Ja, ist gut. Links, rechts, rechts, links. Geralt der Tänzer. Nein, ich möchte aufwerten, mir Boni geben lassen. Denn wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich das gerne mit. Ja, dafür, dass der nur Zeug für die Leute am Steinbruch verkauft, hat er ganz schön viele Waffen da stehen. So, und da ist sie nun, die Kuh, von der ich dachte, sie wäre ein Pferd, und der etwas zerdrückte Kollege, der da drunter liegt. Das werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Ihr habt das euch wahrscheinlich schon gedacht. Wie immer an der Stelle meine Bitte, wenn es euch gefallen hat, gebt mir was zurück, lasst eine positive Bewertung in Form eines Daumens oder Kommentars da. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt The Witcher 3, Geralt zieht aus und versucht sich von Abhängen zu stürzen. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.